Jo Leute, schöne Grüße vom Sekt-Plus-Lager. Mittlerweile haben wir schon 22 Uhr. Wir haben uns jetzt endlich hier versammelt. Ich bin sehr müde, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock noch zu trinken. Aber wir haben uns jetzt endlich hier versammelt, um den Fairplay-Restock zu feiern mit euch. Ich muss sagen, ihr habt meinen Kopf gekriegt mit diesem Restock. Ihr seht hier die ganzen Dosen. Ne? Nochmal 10.000 Dosen für euch. Nochmal Einkaufspreis. Nochmal Energy Drink zum Unkostenpreis. Ne? Und zwar Level Up verkauft dieses Produkt für 40 Euro. Das ist einfach nur ein billiger Gaming-Booster. Da kann man keine 50 Euro von nehmen. Wir nehmen 6,86 Euro. Aber die meisten von euch wissen das schon. Weil die meisten von euch sind ja nicht durch Zufall hier. Die meisten von euch sind hier, weil sie die erste Aktion gesehen haben. Die erste Aktion feiern. Und mich seit 3-4 Monaten, seitdem die Aktion ist, auf Instagram durchnehmen, wann ich den Restock starte. Ich hatte den Restock oft versprochen, aber nicht eingehalten. Wieso? Der Shop war nicht fähig, die Produkte von frei wählbaren Mengen auf 2 zu reduzieren. Weil wir haben das letztes Mal waren 24 Stunden alles ausverkauft, deswegen haben wir das diesmal so gemacht, dass jeder Kunde nur einen Geschmack jeweils bestellen kann, damit dann mindestens 5000 Leute oder mehr in den Genuss des Produktes kommen, Level Up, aka Fairplay zum Unkostenpreis zu konsumieren. Ja? Ich muss sagen, das war schon fast unfreundlich, wie ich da auf Instagram bombardiert wurde, fast schon beleidigt wurde, wann der Restock endlich kommt. Da muss ich euch eins sagen, Leute, ganz ehrlich, das ist ein Produkt zum Unkostenpreis, da verdienen wir keinen Cent dran. Dann will ich nur aufweisen, dass Level Up überhöhte Margen hat. Wenn man so eine Aktion macht, ne, und ich konnte echt nichts dafür, dass das nicht rauskam, da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis haben, dass das ein bisschen dauern kann. Weil, wenn ihr kriegt ein Produkt zum Unkostenpreis, wer kann da noch meckern, aber irgendwie habt ihr trotzdem gemeckert. Aber egal. Und als Vorankündigung, damit ihr nicht noch mehr meckert und das einfach mal als Geschenk seht, letztes Mal haben wir das in 2 Tagen versendet, da mussten hier alle Karim und alle im Lager Überstunden machen. Das war ein bisschen heftig. Diesmal wollen wir das so auf 2 Wochen verteilen, weil wir müssen Amazon bevorzugen. Wir müssen die normalen Pakete bevorzugen, damit hier nichts in den Stau kommt. Und ich möchte nicht, dass jetzt normale Mitarbeiter wegen so einer Aktion Überstunden machen müssen. Damals habe ich das verlangt. Wieso? Ich wollte eine krasse Marketingaktion. Ich war euch das schuldig. Ne? Diesmal finde ich, Geduld gehört zum Leben dazu. Die müsst ihr haben. Und diesmal finde ich, seid ihr mir schuldig, bei so einer geilen Aktion noch mal 1-2 Wochen auf euer Paket zu warten. Was heißt, die normalen Bestellungen werden bevorzugt. Und der Level-Up wird über 1-2 Wochen versendet. Vielleicht auch schon eine Woche durch. Ich kann es aber nicht versprechen. Und ich muss sagen, damals war das ja ein Level-Up-Diss und hat geknallt. Jetzt diesen Restock mache ich eigentlich nur noch, weil ich euch das versprochen habe. Weil eigentlich ist die Aktion schon durch, der Seitenhieb ist durch, die Sache ist durch, jeder weiß, Level-Up ist scheiße. Aber damals im Dings habe ich gesagt, wenn ihr kommentiert und macht und tut, mache ich euch einen Restock. Und ihr habt so extrem supported, dass ich euch den Restock jetzt hier beschere. Ups, ein bisschen Pulver ist hier. Den Restock jetzt beschere und zu meinem Wort stehe. Und dazu möchte ich auch noch sagen, mal ein kurzes Schlusswort loswerden. Viele Leute bitten mich ja um so ein Statement zu der Sache und zu der Sache. Viele Leute verbinden ja dieses Produkt ja auch mit diesem Statement. Ne? Dazu kann ich nur sagen, guck mal Leute, Level Fair Play ist ein Diss gegen Nils von Level Up und den Maulwurf. Der Maulwurf, ja, viele von euch wissen, wer es ist, viele nicht, ist ein intriganter kleiner Schlingel, der zwischen sehr vielen Freunden sehr viel Streit verursacht hat, sehr viel Hetze betrieben hat, dass sich gute Freunde geschritten haben. Ne? Nils ist auch dran schuld. Aber zu den Freunden, weil Leute, die mal meine Freunde waren, meine echten Freunde, mit denen ich tagelang, stundenlang telefoniert habe, gesessen und gegessen habe, ne? Die bleiben auch weiter meine Freunde, auch wenn was in der Luft liegt. Wenn das nicht schwerwiegend ist oder ich nicht zuerst gedisst werde oder keiner schlecht über mich redet, dann rede ich auch nicht schlecht. Ne? Wir sind anders erzogen als die meisten von euch da draußen. Ne? Die meisten wollen ja sofort bei jeder Kleinigkeit öffentlich dissen, dies, das, tralala. Bei mir sagen die Leute, ja, ich hätte das früher auch gemacht. Stimmt nicht. Ich habe früher immer nur Leute gedisst, wenn ich die privat kannte, die zuerst gegen mich geschossen haben. Und ich kann euch sagen, die beiden Personen, mit denen ich da eurerweise, also wo ihr ein Statement wollt, mit denen ist jetzt kein Streit, dass ich gegen die schießen würde. Ich glaube auch niemals würden die gegen mich schießen. Wenn jemand gegen mich schießt, dann weiß ich mich schon zu wehren, macht euch keine Sorgen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die was auf dem Herzen tragen. Ich trage auch nichts auf dem Herzen. Die und ich wissen, wer diese Problematik schuld ist. Die und ich wissen auch, oder die wissen auch, dass, wieso ich diese Aktion mache. Die sind teilweise sogar eingeweiht gewesen in der Aktion, schon im Vorfeld. Ich weiß auch, dass die meisten von denen, oder auf jeden Fall einer, diese Aktion tot feiert, weil ich kenne seinen Humor, ich weiß, wie er zu solchen Sachen steht. Der feiert das auf jeden Fall. Deswegen, das ist kein Diss an die Jungs. Wir sind keine kleinen Kinder, ne? Wenn man gegessen hat, getrunken hat, richtige Freunde waren, ich rede von richtigen Freunden, das kennen viele von euch nicht, dann kann man das nicht so auf dem Herzen tragen, dass man irgendwie online da irgendwelche Bitch-Moves macht. Wie gesagt, ich bin sowieso nicht so ein Typ, ich schätze die anderen auch nicht ein, dass sie so Typen sind, sonst wäre es ja schon passiert.
Aber was man sagen kann, wir sind da korrekte Männer. Der Maulwurf und der Nils sind keine korrekten Männer. Deswegen gilt dieser Diss hier auch volle Kanne, der Maulwurf. Schön, wer der Maulwurf ist oder nicht, kann man identifizieren anhand der Frisur. Ne? Man muss aber nicht. Aber du Maulwurf weißt ja, wer gemeint ist. Und hast auf jeden Fall deine Blamage bekommen, weil in der Szene weiß das jeder. Alle haben auch herzlich gelacht. Und außerhalb der Szene können die Leute ja munkeln oder mutmaßen, wer gemeint ist. Ansonsten habe ich auch keinen Bock, irgendwelche weiteren Statements dazu abzugeben. Der Restock ist jetzt mehr so eine Machen-wir-noch-Aktion. Keine Wow-Aktion mehr, denn die Wow-Aktion gab es schon und so eine Aktion knallt immer nur einmal. Ja, was soll ich noch sagen? Ach so, den Link zum Produkt findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dann hat Murat mir noch gesagt, denkt dran, auf dein Instagram aufmerksam zu machen. Und sag dabei, bei Instagram, da machst du ja immer Beef. Die Leute sollen dir bei Instagram folgen, wenn sie auf Beef stehen und auf wilde Dinge. Weil bei Instagram wird es immer rund. Aber mit den Leuten, mit denen ich jetzt, also was ihr gerne hättet, mit denen ich Beef machen soll, macht doch selber Beef. Disst mich doch. Also wenn ihr, die Leute, die möchten, dass ich Beef mache, ihr könnt mich ja dissen. Dann disst ihr euch zurück. Dann habt ihr euren eigenen Beef. Dann müsst ihr kein Feuer machen, dass Leute sich streiten, die Brüder sind oder Brüder waren oder im Herzen immer noch Freunde sind, ja. Streitet euch mit denen oder mit mir, ne? Und hört auf zu hetzen. Ne? Habt die Eier, ich bin ja für jeden da, jeder, der schon mit mir online streiten will, kann schon mit mir online streiten, weil ihr habt ja alle eine Stimme, auch wenn ihr nur Fake-Account seid, dann macht ihr ein Video gegen mich und versucht nicht Leute oder mich zu zwingen, Videos gegeneinander zu machen. Ihr könnt euch ja mit uns streiten, ne? Dann gucken wir weiter. Das ist meine Message dazu, also habt Geduld, hört auf zu hetzen, Fake-Level up, ne? Scheiß auf den Maulwurf. Der soll mittlerweile auch sein Ding machen. Über den lachen wir nur noch mit dieser Aktion. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. 6,86 Euro Unkostenpreis für einen Gaming Booster. Kauft kein Level Up. Kauft das hier noch einmal und danach kauft euch einen ordentlichen Gaming Booster. Wie Headshot oder einen anderen, der auch Wirkstoffe enthält und nicht wie diese Sch*** hier, die man für 6,86 Euro produzieren kann. Peace.